Vielen Dank, wir freuen uns sehr auf die Predigt, hast du. Ich glaube, das Platzangebot in der Kirche wird sich gleich erhöhen. Am 17.02. haben wir das erste Mal als Allianz, nachdem wir jetzt schon als Seminarveranstalter aufgetreten sind, die Ehre, als Konzertveranstalter auftreten zu dürfen. Und zwar haben wir einen Kinderliedermacher mit einem Mutmachkonzert, Mitmach-Mutmach-Konzert gewinnen können. Am 17.02. kommt Mike Müllerbauer. Einige Gemeinden kennen ihn bereits oder sein Lied gut. Und wir haben ihn eingeladen, haben ein Konzert geplant. Und man fragt sich vielleicht, ja, was ist das für Musik? Wir werden es gleich hören und wir werden es gleich sehen. Und bevor wir dieses Lied singen und die Kindergottesdienstmitarbeiter hier nach vorne kommen, um diese Bewegung zu machen, damit die Eltern auch aufstehen können und alle Erwachsenen, um die Bewegung auch mitmachen zu können, möchte ich kurz noch sagen, dass dann die Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren gerne mit den Kindergottesdienstmitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Baptistengemeinde in der Wilhelminenstraße hier rübergehen in das Haus Nummer 1 des Anschau-Geländes und nach dem Gottesdienst wieder hierher gebracht werden. Also niemand muss da rüberlaufen, die laufen auch nicht alleine hin und her, das wird schon wunderbar organisiert. Und bevor wir also jetzt gleich bevor wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier vorne mit den Kindern zusammen erleben und das Lied singen, bete ich noch einmal. Lieber Vater, was für ein starkes Zeugnis, dass wir hier so zusammen Gottesdienst feiern können aus den unterschiedlichsten Gemeinden. Und du bist der Grund dafür. Du verdienst es, dass wir uns zu deiner Ehre hier versammeln, dich feiern mit diesem Gottesdienst. Und du bist so gnädig, dass du auch uns dienen möchtest mit diesem Gottesdienst. Dass du uns begegnen möchtest, obwohl du so ein großer, lebendiger Gott bist, machst du dich ganz klein und möchtest gerne uns begegnen, in unseren Herzen, in unseren Gedanken, und wir laden dich ein dazu. Komm, komm und gestalte diesen Gottesdienst mit, gebrauche dass die Lieder und gebrauche auch die Predigt, um zu uns zu sprechen. Wir würden gerne erwarten, dass du uns verwandelst, die Dinge, die nicht gut sind, wendest, uns hilfst mit unserer Hoffnungslosigkeit, mit unserer Schwäche. Du bist in den Schwachen mächtig und du bist mächtig und nicht schmächtig. Hab Dank dafür. Amen. Und jetzt möchte ich die Kinder und die Kindergottesdienstmitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach vorne bitten. Die Band kommt schon nach vorne und alle anderen dürfen sich ruhig auch mal bewegen und aufstehen. Ich bin Schwabdi.
Sehr geehrter Herr Pastor Quirink, sehr geehrte Frau Pastorin Eichler, meine Damen und Herren, drei Dinge sind mir heute Morgen aufgefallen, drei positive Dinge. Erstens, ich habe selten erlebt, dass eine Kirche so voll ist. Zweitens, eine tolle Musik, vorhin mit den Instrumenten, dann mit den Kindern. Und denn die tolle, fröhliche Grundstimmung in diesem Gotteshaus, was ich selten so erlebt habe. Manchmal ist es doch recht steif, wenn man Gottesdienst ist, aber hier ist es aufgelockert, fröhlich. Und ich habe das Gefühl, dass man hier gerne kommen kann und gerne willkommen ist. Vielen Dank auch. Und deshalb, meine Damen und Herren, bin ich auch froh, dass ich in Vertretung des Oberbürgermeisters hier bin und das so toll erleben kann. Und mit Ihnen zusammen den Abschlussgottesdienst der diesjährigen Allianzgebetswoche der Evangelischen Allianz Kiel zu begehen. Das Jahr mit einer Gebetswoche zu beginnen, ist eine besondere und, wie ich finde, eine besonders schöne Tradition der Evangelischen Allianz. Denn ein neues Jahr stellt für uns immer auch eine neue Herausforderung dar. Umso wichtiger ist es, bevor man sich dieser Herausforderung stellt, noch einmal innezuhalten. Ich denke, unbewusst tut dies jeder. Bewusst, meine Damen und Herren, haben Sie es in der vergangenen Woche getan, wie viele andere Christusgläubiger in der näheren Umgebung, in Deutschland, in der Welt. Unter dem Motto, verwandelt durch Jesus Christus, sind sie so über Grenzen hinweg zusammengerückt und können nun beschwingt ihrer Wege durch das Jahr 2012 gehen. Alles Gute hierfür. Die Evangelische Allianz ist weltweit eine starke Gemeinschaft, so auch hier bei uns in der Landeshauptstadt Kiel. Die in ihr vereinigten Kirchen, Gemeinden, Werke und Einrichtungen bereichern mit ihrem Engagement unsere Stadt im besonderen Maße. Natürlich denke ich persönlich als Vertreter der Landeshauptstadt Kiel da gleich an die Kieler Woche, zu deren Gelingen Sie mit Ihren Angehörigen beitragen. Freuen wir uns schon jetzt wieder auf die größte Segelsportveranstaltung der Welt und das größte Sommerfest im Norden Europas vom 16. bis zum 24. Juni. Meine Damen und Herren, ich möchte mich an dieser Stelle bei der Evangelischen Allianz Kiel bei Ihnen, Herr Pastor Quirink, herzlich für Ihr gemeinschaftsstiftendes Engagement bedanken. Halten Sie daran fest, sorgen wir auch in diesem Jahr gemeinsam im Kleinen wie im Großen dafür, dass sich alles, wenn es sich wandeln muss, stets nur zum Besten wandeln. Ich wünsche uns allen weiterhin einen schönen Abschlussgottesdienst und ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Ja, wir haben, das wissen ja die meisten, auch zwei Kinder als Allianz. Wir haben zwei Werke, die aus der Allianzarbeit heraus entstanden sind und auch wichtig sind für diese Stadt. Das ist zum einen die christliche Schule in Kiel,